Entspannen, Zielen, Schießen und das Nachhalten natürlich nicht vergessen, ist ja klar. 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich bei sonnigen 32 Grad beim Bogensportclub BB Berlin in der Rennbahnstraße. Ein Highlight zu Beginn des Rekordturniers gab es, denn der Bundestagsabgeordnete der SPD aus Pankow, Klaus Mindrup, eröffnete die Paralandesmeisterschaften und es gab gleich doppelten Grund zur Freude für den Bogensportclub BB Berlin, denn der Platz, auf dem der Bogensport ausgeübt wird, wird vergrößert. Mir ist das Thema Inklusion sehr wichtig. Ich hatte selber zwei schwerbehinderte Eltern, die leider viel zu früh gestorben sind. Und deswegen achte ich, auch wenn ich jetzt nicht in dem politischen Feld eigentlich tätig bin, auf Inklusion. Und dieser Bogensportverein ist eben ein absolutes Vorbild für Inklusion. Inklusion ist nicht nur der Politik wichtig, auch der Bogensportclub BB Berlin setzt sich dafür ein. Bei den Paralandesmeisterschaften waren unter den 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch 6 Gehandicapte, darunter die 2 Sehbehinderte und Rollstuhlfahrer. Also aus meiner persönlichen Erfahrung geht es mir vor allem um die Rumpfstabilität. Das ist für mich als Rollstuhlfahrer besonders wertvoll sozusagen. Also das Besondere ist für mich, dass es auch eine sehr ästhetische Sportart ist und auch eine Sportart ist, die man auch mit Sehbehinderung machen kann. Also ich bin ja sehbehindert und kann vielleicht auch mal zur Blindheit führen und das könnte ich dann auch weiterführen. Ja, ursprünglich bin ich zum Bogenschießen als Therapiemittel gekommen. Also nach meinem Unfall war das eine Therapieform. Die Landesmeisterschaft wurde in mehrere Klassen aufgeteilt. Behinderte und Nichtbehinderte wurden jeweils separat gewertet. Auch gab es individuell für jeden verschiedene Distanzen zwischen Schütze und Zielscheibe. Doch wie schaffen das die Sehbehinderten? Das ist relativ einfach. Es gibt so ein Stativsystem, in dem sie sich reinstellen und wenn sie dann die Kontakte an den Füßen haben und auch an der Hand, dann wissen sie, dass sie richtig stehen und wenn dann die Bewegungsabläufe gleich sind, dann treffen sie auch die Scheibe. Einige Schützen brauchten für das Ranglistenturnier 2020 noch ein gutes Ergebnis. Andere hingegen sahen diese Meisterschaft als Generalprobe für die eine Woche später stattfindenden deutschen Meisterschaften in Berlin. Nachdem jeder insgesamt 72 Mal schießen durfte, wurden die Punkte ausgewertet und natürlich gab es dann am Ende auch dementsprechend eine Bronze, Silber oder eine Goldmedaille. Jeder hat so sein Päckchen zu tragen, aber wenn wir hier sind, sind wir alle einfach eins, können machen miteinander unsere Späße, machen aber auch sehr ernst den Sport und das ist das Schöne. Ob junge oder ältere, behinderte oder nicht behinderte Talente, dabei waren sie alle. Der Bogensportclub BB Berlin freut sich über jeden neuen Zuwachs im Team und kann es kaum erwarten, auf einem neuen, größeren Platz seine Talente fördern zu können.